Entschuldige dich bitte bei Herrn Hildebrand. Selbst unser Herr Jesus Christus musste seiner Mutter gehorchen. Entschuldigung? Es wird nicht bei dieser Begegnung bleiben. Er muss zu Bett, entschuldigt. Wie lange müssen wir uns noch auf diese Weise demütigen lassen? Ihr habt völlig recht. Wem hat der Herr das höchste Amt auf Erden übertragen? Kommt. Ein päpstlicher Legat, der das deutsche Königtum in die Schranken weisen will und selbst nach höheren Weihen strebt. Doch es gibt auch andere, die den König gefügig machen wollen. Die Pfalz Kaiserswerth bei Düsseldorf wird damals Schauplatz einer dramatischen Entführung. Drahtzieher ist der Erzbischof Anno von Köln. Ihn und andere Fürsten hatte die Mutter des jungen Königs zu einem Hoftag eingeladen. Das ist wirklich ein ganz besonders schönes Schiff. Es ist pfeilschnell. Von Köln aus haben wir nicht einmal 2 Stunden für die Fahrt benötigt. Steig ein. Der junge König wird auf ein Schiff gelockt, das am Rheinufer vertäut liegt. Der Erzbischof ist nur einer von vielen Fürsten, die den Monarchen in sicherer Obhut wissen wollen. In ihrer eigenen. Zunächst schöpft niemand Verdacht. Was tut ihr denn, Heinrich? Keiner der Fürsten schreitet ein, um den Raub des Königs zu verhindern. Heinrich soll nach Köln verschleppt werden, um die nächsten Jahre in Gewahrsam von Erzbischof Anno zu verbringen. Der Junge spürt die Gefahr, versucht zu entkommen. Um ein Haar hätte es den jungen Salier das Leben gekostet. Trotz Rettung in letzter Sekunde, die Entführung ist das Trauma seiner Kindheit. Der Erzbischof von Köln ist einer der mächtigsten Fürsten seiner Zeit. Erzbischof Arno von Köln war, das kann man wohl sagen, in Sorge um das Reich. Die Königsherrschaft bis dahin hat die Interessen der Fürsten zu wenig berücksichtigt. Das führt dazu, dass er den jungen Heinrich IV. Entführen lässt, der berühmte Staatsstreich von Kaiserswerth, um Heinrich IV. Nach reinem Sinn, im Sinne der Fürsten zu erziehen, zu einem gerechten König. Wer hat nun die Macht im Reich? In Goslar, seinem Geburtsort, ist auch der Thron Heinrichs IV. Erhalten. Doch der steht damals erst einmal leer. Anstelle des Königs entscheiden nun die mächtigen Fürsten im Reich. Und das erlebt nicht nur innere Unruhe. Als die Zeit für Heinrichs Thronbesteigung gekommen ist, stehen Aufstände im Osten bevor. Doch die rebellierenden Slawen werden bezwungen und unterworfen. Künftig ist König Heinrich, Kraft seines Amtes, für die Verteidigung des Reiches nach innen und außen verantwortlich. Als der König volljährig wird, entlassen ihn die Fürsten aus der Obhut. Im März 1065 wird Heinrich IV. Für mündig erklärt und erhält sein Königreich zurück. Die Bischöfe hoffen, ihn zu einem rechtschaffenen Herrscher erzogen zu haben. Wie seine Vorgänger ist auch er ein Reisekönig. Sein Leben lang wird er durch sein Reich reiten. Mehr als 120.000 Kilometer, 3-mal um die Welt. Sein Hofstaat reist mit ihm. Es sind bis zu 2000 Ritter, Handwerker, Dienstleute und Hofschreiber. Zwischen den königlichen Pfalzen liegen lange Wege. Versorgt werden der Monarch und sein Gefolge von den Bauern der Umgebung. Ein Dutzend Ochsen, tausende von Scheffeln Getreide, hunderte Ziegen und Schweine, zahllose Strohballen
und Fässer mit Wein und Bier, tausende Eier und die Hühner gleich noch mit dazu. Was soll das? Wieso nur drei Eier? Ich hab nur die drei. Du hast drei Hühner und von jedem sollst du drei Eier abgeben. Ein königlicher Aufenthalt war eine große Ehre und enorme Bürde. Zwar wird der Monarch auf seinen Wegen gut bewacht, doch auch er ist gegen Krankheiten nicht gefeit. Gegen Infektionen gibt es keinerlei medizinische Hilfe. Schon eine Erkältung kann zum Tode führen, auch bei einem König. Nur wenige Herrscher im Mittelalter wurden älter als 40 Jahre. Heinrich IV. War laut Quellen in der Jugend schwer erkrankt, doch als Erwachsener erfreute er sich bester Gesundheit. Für Menschen des Mittelalters war der König mit 1,80 Meter ungewöhnlich groß und athletisch gebaut, wie an seinem Skelett gemessen wurde. Gefunden wurde es, als im Jahr 1900 im Speyerer Dom die salischen Kaisergräber geöffnet und die Gebeine und Grabbeigaben erstmals untersucht werden konnten. Das Skelett Heinrichs IV. Ist verblüffend gut erhalten. Es zeugt, so Experten, von einem Leben im Sattel. Der Schädel deutet auf markante Gesichtszüge. Ein Schneidezahn wurde wohl in der Jugend ausgeschlagen. Andere Zähne sind stark abgerieben. Heinrich IV. Ist der dritte Salier auf dem Thron. Schon sein Großvater begann mit dem Bau des Domes von Speyer. Unter der Herrschaft seines Enkels wird er zur größten Kirche der Welt. Heinrich will der Salier-Dynastie ein Denkmal setzen, seinem Verständnis von Gott, der Welt und vom eigenen Königtum Ausdruck verleihen. Auf Augenhöhe mit dem Papst widerstehen, wie dieser sieht er sich von Gott berufen. Auch die über alles geliebte Stadt soll von der Macht der Salier zeugen. Seit dem Jahr 1030 wird Speyer planmäßig aufgebaut. Der Dom steht im Zentrum der geometrischen Anlage. Sogenannte Kreisschläge markieren den Straßenverlauf der Planstadt. Eine Stadt entsteht, in der um die Wende zum 12. Jahrhundert etwa 6000 Menschen leben. Vorbild für andere, spätere Gründungsstädte, die auch auf dem Reißbrett entstehen, wie Freiburg, Leipzig oder Lübeck. Metropolis Germaniae, die Hauptstadt Deutschlands, nennt ein englischer Mönch die Stadt.